Im Nürnberger Prozess wurde der Angeklagte Nummer 1, Göring, von den Anklagevertretern Amerikas, Englands und der Sowjetunion ins Kreuzverhör genommen. Sir David Maxwell Fife, der britische Hauptankläger beim Verhör. Lord Richter Lawrence musste Göring mehrfach zur Ordnung rufen, da er immer wieder versuchte, weitschweifige Reden zu halten. Die anderen Angeklagten folgen dem Verhör mit gespannter Aufmerksamkeit. Auch der amerikanische Hauptankläger Jackson nahm Göring ins Kreuzverhör. Dabei kam einer der wichtigsten Punkte zur Sprache. Göring wurde gefragt, wann ihm bewusst wurde, dass der Krieg für Deutschland verloren sei. Das ist außerordentlich schwer zu sagen. Jedenfalls nach meiner Überzeugung verhältnismäßig spät. Also ich meine, zu einem späten Zeitpunkt hat sich bei mir die Befestigung gebildet, dass der Krieg verloren sei. Vorher habe ich immer noch an eine Remischance gedacht und gehofft. Ich sagte eben also, Januar 45, Mitte bis Ende Januar 45 war für mich sah ich keine Hoffnung mehr.